Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Online bzw. Multiplayer. Ja, ihr seht ja, wir sind gerade im Charaktermenü. Weil ich weiß nicht warum, aber wir haben immer wieder diese hässlichen Sachen da an. Wir haben uns ja eigentlich beim letzten Mal schon umgezogen, aber na gut, das scheint ja irgendwie nicht gespeichert zu werden. Es kam ein neuer Patch raus, deswegen nehme ich jetzt erstmal wieder ein bisschen was auf. Was ist jetzt hier los? Ne, ich will meinen Charakter nicht ändern. Wir gucken jetzt einfach mal, ob das jetzt so funktioniert, weil es kam, glaube ich, Patch 1.0.3 oder irgendwie sowas raus. Die Ladezeiten sind wahrscheinlich deswegen beim Internet, dass es halt eine Weile dauert, bis es mal irgendwo reinkommt. Also der Charakter irgendwo reinkommen kann. Aber gut, ich habe inzwischen mal hier so ein paar Kommentare mal angeguckt. Ich habe jetzt, glaube ich, Part 4. Ja, Part 4 ist jetzt gerade veröffentlicht worden, beziehungsweise gestern. Und ja, da wurde zum Beispiel gesagt, ich soll mir doch mal so einen Bugatti holen. Ich habe mir jetzt mal das Video hier geöffnet, mache das mal kurz auf Vollbild. Und da gucken wir einfach mal, was ist da los? Wo der jetzt ist. Er ist so ziemlich weit oben in der Stadt. Und da versuchen wir jetzt einfach mal hinzukommen. What the fuck? Waren wir hier beim letzten Mal rausgekommen oder haben wir uns ja ausgeloggt? Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns irgendwie. Ich hatte keinen Bock mehr und dann bin ich rausgegangen. Ja gut, ist auch egal. Hier sind jetzt ein paar Spieler auf jeden Fall drin. Und mir wurde auch gesagt, ich soll doch nicht immer nur eine Mission machen und dann rausgehen, sondern mal mehrere hintereinander machen. Da verdient man mehr Geld und erspart sich Ladezeiten. Das machen wir. Ach so, ich kann ja Wetten auf andere Spieler absetzen. Toll. Das machen wir natürlich demnächst dann mal. Kann ich damit fahren? Ich frage mich gerade sowieso, wo ist denn mein Auto hin? Na, ist egal. Jedenfalls gucken wir jetzt erstmal, ob wir da den Bugatti hier finden, weil das wäre ja hammergeil, wenn wir den finden. Der ist. Lass mich kurz hier gucken. Ach so, ja, warte. Ah, das ist gerade noch alles ziemlich laut hier, weil ich gerade noch eine Runde FIFA gezockt habe. Hatte. Und zwar hier irgendwo unterhalb von dem Kleidungsgeschäft. Oder? Ja, genau, auf der Straße irgendwie sollte das sein. Hier müsste dann so ein Parkplatz sein, wo wir uns den Bugatti holen können. Oder wo der steht. Wurde auch schon gesagt, da ist auch auf dem oder im Multiplayer vorhanden. Das heißt, wir gucken da einfach mal nach. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich werde dann, denke ich mal, wenn irgendwie hier wieder so Ladezeiten vorhanden sind, scheiße von den Spielern. Wenn Ladezeiten vorhanden sind, mal ein bisschen die Kommentare durchschauen und mal gucken, was es da so Neues gibt. Weil ich kann mir ja nicht alle Kommentare hier so merken. Wir müssen bloß aufpassen, dass der vor uns jetzt nicht abknallt. Mal hier ein bisschen Radiosender wechseln, weil ich hatte jetzt schon in zwei Videos, in Part 7 und Part 1, dass ich irgendwelche Copyright-Verstöße hatte. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Warte mal, hört sich irgendwie auch nicht so gesund an. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, weil eigentlich ist der Ingame-Sound schon relativ leise, aber. Ne, I don't know, warum auch immer, man weiß es nicht. So, fahren wir jetzt erstmal nach 4 Kilometern, sind es knapp dorthin. Ich kann ja inzwischen mal gucken, ich habe es ja jetzt markiert hier. Serverprobleme, dies, das. Ich hoffe mal, dass der Patch jetzt irgendwie so ein bisschen was behoben hat, weil die Charakter wurden, oder habt ihr euch ja schon bei Rockstar, beziehungsweise einige hatten das ja gesagt, dass bei euch die Charakter weg sind und einfach die Spielstände teilweise auch beschädigt sind. So ist es zumindest online. Und ich hoffe mal, dass es nicht bei mir so passiert, weil der Charakter scheint ja noch da zu sein, also das Level ist ja noch da. Wir können uns ja auch einfach die Sachen, die wir gekauft hatten, wieder anziehen in so einem komischen Laden da. Aber naja, irgendwie wäre es mal schön, wenn die immer gespeichert sind. Ich habe auch erfahren, dass der ein oder andere sich schon so ein geiles Apartment gekauft hat. Aber wo habt ihr denn das ganze Geld her so? Ja gut, man muss ja auch dazu sagen, dass ich hier jetzt nicht ganz so viel spiele. Wir sind jetzt, haben jetzt, glaube ich, wie viel? 7 Parts, das ist der 8. Part. Und naja, da ist natürlich klar, dass wir noch nicht hier die Millionen kassiert haben. Aber gut, ist egal. Ich will mal kurz hier parken. Ja, wir machen es einfach mal ganz professionell hier so. Was man denn alles mit so einem Handy im Internet machen kann. Jobliste. Ja, Simeon, wie auch immer da ausgesprochen wird. Machen wir dann mal. Ich will mal kurz gucken. Und zwar hat Rudi mir gesagt, ich soll mal hier gucken bei Finanzen.
Ne, das ist eine Bank. Ob es hier irgendwo Finanzen gibt. Ne, derzeit nicht verfügbar. Das heißt, scheiße war's. So, ich will aber nochmal gucken, was man hier so alles für Autos und so verkaufen kann. Hier kann man so Flugzeuge kaufen. Da müssen wir erst paar 10. Paar 10. Dumm! Da müssen wir ja Level 10 sein. Aber zum Beispiel sowas können wir doch schon ab. Sowas wäre eigentlich doch optimal, ne? Für den Anfang erstmal so ein bisschen rumcruisen in der Luft. Aber gut, das sind halt auch 240.000, die du da investierst. Und die hier sind nicht geladen und nicht verfügbar. Und es gab doch irgendwo hier diese. Ja, gab es Autos. Was gab es hier? Hier gab es Schiffe. Nee, hier gab es auch mal so ein paar. Wobei doch hier gab es das. Diese. Die Teile. Yeah. Ne, das ist nicht normal, du. Müssen wir die Yeah. jetzt nochmal kurz muten? Tut mir leid, aber da dürfen wir halt nicht so oft den Server wechseln, beziehungsweise die Sitzung. Spieler? Ne, nicht ich. Da hier unten, der labert die ganze Zeit. Oder da ist jetzt auch einer rausgegangen? Oh. Stumm schalten. Ich hatte schon mal geguckt, ob ich das irgendwie direkt im PlayStation-Menü ausschalten kann. Damit das mit dem Voice-Chat und so, dass sie halt reden können. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht warum, aber es geht auf jeden Fall nicht. Aber machst halt nichts, ne? So, wie lange dauert es denn noch? Wir müssen noch ungefähr 1 Kilometer fahren. Da gucken wir jetzt mal kurz, ob es dort was gibt. Und falls nicht, dann gibt es das halt nicht. Dann müssen wir mal später dort vorbeifahren. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall genau dort markiert, wo es im Video gezeigt wird. Und normalerweise müsste ja dann auch dort in der Nähe irgendwo rumstehen, der Bugatti. Bloß ich glaube, diese ganzen Sportwagen und so, hier ist eine Mission, kann man am Anfang noch nicht für sich selbst bestimmen. Also so ein Peilsend und so kann man da, glaube ich, noch nicht reinbauen. Okay, hier müsste er, glaube ich, sein. Aber hier steht er nicht. Steht er dort hinten irgendwo? Nee. Hier steht so nicht so ein schlechtes Auto, aber der Bugatti, der steht bisher noch nicht so rum. Müssen wir halt später einfach nochmal gucken, weil es kann auch sein, dass hier gerade schon einer war und sich mitgenommen hatte. Dreh ich hier schon wieder hin? Nein, ich will nicht in den Singleplayer. Hier ist einer. Das ist ein Infernus. Ich glaube, wir nehmen uns den einfach mal. Ich glaube aber, hier redet schon wieder einer. Ah, genau. Stumm schalten. So, weg. Holen wir uns einfach mal den hier. Wir müssen uns später mal gucken. Wir fahren ja einfach dann nochmal hin, ob es den dann vielleicht immer noch gibt oder so. Und mir wurde auch gesagt, ich soll eine Maske kaufen. Da kommen natürlich erstmal. Ja, Kollege. Er macht einen Abgang. Okay, hammer geil. Gucken wir mal, ob wir hier direkt einen uns kaufen können. Das wäre natürlich optimal. Wir haben natürlich jetzt unser Auto nicht irgendwie gespeichert oder so, aber das ist erstmal Boogie. So, was gibt's denn hier so? Hosen anzusehen. Ja, komm, gib mal her. Jeans hatte ich doch die hier, ne? Genau, die können wir einfach wieder anlegen. T-Shirts, wo gibt es die? Oberteile. Da hatten wir den. Was hatten wir da? Kapuzenpullover hatten wir da. Hatten wir den hier? Ja, ich glaube, wir hatten den hier. Dann hatten wir aber noch ein T-Shirt. Genau das hier. Ich will. Warum wird das denn nicht gespeichert? Ich verstehe das so nicht, ne? So, und jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwo eine. Ohren? Ne, ich will keine Ohr haben. Hosen? Ich will auch keine Hose hier kaufen. Ich will eine geile Mütze haben, Kollege. Hallo? Hallo? Es geht hier vielleicht gar nicht. Gucken wir hier nochmal, ob es hier irgendwie was gibt. Nee. Nee. Schuhe. Irgendwo muss es hier doch auch Mützen oder so geben. Hosen. Ich will keine Hose kaufen. Oberteile. Gehören zu den Oberteilen auch irgendwelche Mützen? Nee, ne? Ne, ich glaube nein. Das heißt, wir gehen einfach mal in ein anderes Geschäft. Gucken dort mal, ob es irgendwas gibt. Mein Infernus, den hole ich mir auch direkt nochmal. So, inzwischen gucke ich nochmal kurz,
Was es hier so gab, also was für Kommentare hier geschrieben wurden. War mal fürs Handy. Keine Ahnung, was er damit jetzt meint, mit dem Kommentar. Ja, hier Mission, die. Du Helfen nackst mich doch meine also. Helfen Also, das ist doch scheiße, dass wir jedes Mal die ganzen Leute hier muten müssen. Handy war das, ey. Stumm schalten. Stumm schalten. Können wir nicht alle mit einmal stumm schalten? Das muss doch auch irgendwo möglich sein. Oder Voice Chat ausmachen oder so. Ah, 0,7 Kills, Tote. KD ist bei mir hammergeil ausgeprägt. So, okay, in Part 1 gab es jetzt nichts weiter. Ich soll zur Militärbasis gehen und mir dort einen Kampfchat holen. Schreibt MTA Zocker. Ja, habe ich ja beim letzten Mal schon mal versucht, aber irgendwie ist mir das dann nicht ganz so geglückt. Ich muss noch mal gucken, dass hier keiner ankommt. Ja, Bugatti, Summer und später nochmal. Haben wir gerade schon mal versucht. Score for, nee, Score Play hat das geschrieben, oder Score PLA. Was auch immer. Grundstücke. Ich soll mir ein Grundstück kaufen. Das hat auch Score PL4Y geschrieben. So wird ausgesprochen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich muss dafür erstmal ein bisschen Geld verdienen. Fliegen kann ich. Flugzeuge kann ich auch. Also große Flugzeuge kann ich auch fliegen. Aber ich muss halt erstmal Geld haben, um mir da was zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch einen Flugplatz uns kaufen müssen. Das kann ich mir fast vorstellen. So, dann. Ja, gut, da lässt später dann nochmal ein paar Kommentare vor. Wir gucken jetzt erstmal. Ich nehme jetzt mal so einen komischen Job von dem hier an. SMS. Hä? Ich will eigentlich jetzt mal einen Job hier annehmen. Ein bis zwei Spieler, gibt es irgendwas zu. Ja, genau, machen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt mit dem. Na, warte mal, ein bisschen lauter muss das ja alles machen. Schwierigkeit machen wir mal schwer. Das kriegt mehr. Da kriegen wir mehr RP. Ich glaube, wir machen einfach mal schwer. Pistole, ja, meinetwegen. Schuss, kaufen wir ein paar noch. Haben zwar jetzt nicht mehr so viel Geld, aber ist egal. Leichte Panzerung können wir uns auch mal zulegen. Einstellung können wir weitermachen. Genau, Schnellstart. Alle in aktueller Sitzung. Genau. Laden wir die einfach mal ein. Wer Bock hat, der kann ja mitkommen und wer nicht, der halt nicht. Währenddessen wir hier warten, gucke ich jetzt nochmal weiter, weil ich glaube, ich habe vorhin ein paar Kommentare übersprungen, aber ist egal. Mit der Straßenbahn soll ich fahren. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, aber können wir das vielleicht irgendwo machen? Ich weiß jetzt nicht so, ob die kommen oder wie lange das hier dauert. Das ist natürlich auch jetzt sehr geil. Schnellstart abbrechen. Ne, ich will. Ach so, er tritt bei. Okay, geil. Der eine ist schon mal beigetreten oder er tritt gerade bei. Ja, Mr. XD Zocker soll ich mal vorstellen. Er ist ein Spieler, ein Abonnent. Was soll ich da jetzt großartig zu sagen? Jeder, der dabei sein will, der kann gerne mir eine Freundschaftsanfrage hier schreiben oder schicken. Einfach mit die ID halt Razor eingeben, wie er hier steht. Und keine Punkte, keine Zahlen, keine irgendwas. Einfach nur Razor und da findet ihr mich eigentlich schon. So, wollen wir spielen? Weiß halt nicht. Ich glaube, wir können es einfach mal anfangen, oder? Zur Sitzung wird gestartet. Rudi hat mir auch gesagt, dass unten rechts immer, also MS World 5, manchmal so ein Timer läuft, der mir zeigt, wie lange ich noch in der Sitzung bin, aber irgendwie scheint er mir gerade nicht angezeigt zu werden. Aber ist egal. So. Will er mitfahren? Kollege? Na, okay, nee, da lassen wir den einfach mal. Können wir hier vielleicht jetzt noch das Radiosender wechseln? Das wäre ganz nice, wunderbar. Fahren wir einfach mal dorthin. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob wir. Boah, da geht ganz schön ab, du. Aber ich glaube, wenn wir dann den Bugatti haben, dann geht das übel gut ab. Ich glaube, der bewegt sich jetzt, aber ist egal, wir fahren jetzt nicht zurück. Wir sind so ein Kameradenschwein.
So. Das sind jetzt sozusagen wie die Online-Mission halt plus im Multiplayer. Oder wie die Offline-Mission plus halt im Multiplayer.